Chat, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir führen jetzt einen ganz entspannten, spontanen Deep Talk. Okay? Ich bin offen wie ein Buch gerade, Digga. Fragt mich, was ihr wollt. Los, ich bin bereit, Chat. Was interessiert euch? Was wollt ihr wissen? Wo kann ich euch weiterhelfen? In welchen Lebensbereichen? Gib mir ein Thema, Chat. Hast du Haare an deinem Arsch? Neues Thema, Chat. Welcher Durchmesser? Ey, mal, Digga, Chat, löscht euch raus aus dem Internet, Digga. Wirklich. Thema Tessa, ey, ihr seid so verliebt. Ja, nee, okay, scheiß drauf, Chat. Mit euch kann man über nichts Ernstes reden. Scheiß auf euch. Wirklich. Geht weg! Welche Drogen hast du genommen? Chat, soll ich über meine Drogen reden, Digga, die ich genommen habe? Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil meine Eltern das vielleicht sehen könnten. Und ich, Bruder, schwierig, Digga. Schwieriges Thema, Chat. Was, wenn meine Eltern das sehen? Was, wenn meine Eltern das sehen, Chat? Was machen wir dann? Wer rettet mich dann raus, Digga? Der Einzige, der mich dann noch retten könnte, wäre Oliver Pocher. Ja, Chat, an sich würde ich über das Thema reden. Ich weiß aber nicht, ob das so schlau ist, Digga, weil halt auch meine Eltern ab und zu mal Videos von mir sehen. Und wenn es irgendwo hochgeladen wird und die das sehen, Digga, wäre ein bisschen unangenehm. Weil ich würde jetzt mit meinen Eltern jetzt nicht so offen darüber reden, um ehrlich zu sein. Ich könnte euch aber von einem Kollegen erzählen. Richtig? Ich könnte ja von einem Kollegen erzählen, Digga. Ja? Ich muss mal kurz überlegen, wie ich das am schlauesten machen könnte, Digga. Also, Chat, pass auf. Ich versuche das jetzt irgendwie. Ein Kollege von mir, Chat, okay? Ein Kollege, Digga. Tayo! Nein, Spaß. Ein Kollege von mir, damals mit 18, okay, in Berlin gewesen. Und da fängt dieses ganze Drogenzeug an. Es ist immer Berlin, Digga. Kollege von mir in Berlin gewesen, ja. Der Kollege hat, bevor er in Berlin war, eigentlich nie wirklich Drogen genommen. Natürlich mal gekifft, Digga, wie viele so, mal ein Spliffy gemacht, so, okay. Aber sonst nichts mit Drogen. Und der Kollege von mir war auch wirklich immer der Ansicht, Chat, dass Leute, die andere Drogen nehmen als Gras, harte Absturzmenschen sind. Eins im Chat, wenn es für euch auch so ist, Digga. Also der Kollege von mir war immer der Ansicht, Leute, die koksen oder Leute, die irgendwie andere Sachen nehmen, MDMA, Speed, was weiß ich, was da alles gibt, die waren in seinen Augen immer Abzocke, Digga. Was für Abzocke? Die waren in seinen Augen immer Absturz. Sehen viele so, okay. Dann ist es auf einmal, dazu gekommen, dass der Kollege von mir in Berlin war, wo dann andere Kollegen von ihm auf einmal Kokain bestellt haben. Okay, Chat, ich rede jetzt mit euch drüber, Digga, aber ich will, dass es unter uns bleibt. Ich hoffe, wir sind hier gerade eine kleine Runde. Und hört mir bitte zu, Digga, weil es ist wichtig, auch wie ich, also, was ich dazu sage und so, okay? Also, die Kollegen von meinem Kollegen haben Kokain bestellt, Digga. Und für Leute, die in Berlin wohnen oder irgendwie da waren, die wissen, Kokain ist jetzt nicht wirklich schwierig zu bekommen in Berlin so. Also, ihr ruft dann ein Koks-Taxi, Digga, der ist in 10 Minuten da, du gehst runter und holst die Drogen ab. Und dann ist der Kollege von mir irgendwie darauf gekommen, zu sagen, Bruder, ich probier's einfach mal aus. Der wollte es einfach mal ausprobieren, Digga. Und er hat es dann auch gemacht. Und das war eine verrückte Nacht für meinen Kollegen. Eine sehr verrückte Nacht, Digga. Was soll ich da großartig dazu sagen, Chat? Direkt hängen geblieben? Nee. Das nicht zum Glück. Aber er hat es probiert, okay? Und es kann auch sein, Chat, dass der Kollege von mir in seinen jungen Jahren wirklich ein Vollidiot war, Digga. Wirklich ein Vollidiot war. Und es kann auch sein, dass der Kollege eines Abends mal in einen Berliner Techno-Club gegangen ist, auf Koki Schmoki, 5 Minuten im Club drin war, irgendein Junkie vor ihm stand mit Ketamin. Das ist Pferdebetäubungsmittel für die Leute, die das nicht kennen. Und der Typ, der das hatte, meinte so, oh Bruder, willst du ein bisschen Keta? Und der Kollege von mir, damals halt jung und dumm, ja, lass doch mal testen. Und es kann dann auch noch sein, dass der Kollege am selben Abend, in derselben Nacht noch in diesem abgefuckten Techno-Club Pep gekauft hat. Und also ich meine, ich erzähle euch das jetzt, weil das mein Kollege gemacht hat, Digga. Ich kann euch bloß sagen, Chat, wenn ich jetzt zurückblickend drauf das Ganze betrachte, Digga, war das absolut dumm, Digga. Vor allem irgendwelche Drogen zu mischen. Es ist zum Glück gut ausgegangen. Ich könnte euch da noch viel mehr Sachen erzählen, aber ich will es nicht verherrlichen oder so, Chat. Ich kann das bloß sagen, Digga. Jeder muss selber entscheiden, was er im Leben macht. Ich meine, der Kollege von mir war volljährig und so weiter. Ich sage euch aber bloß eins, klar macht das alles Spaß und kann auch lustig sein, aber das Risiko, was ihr eingeht, wenn ihr solche Sachen nehmt, ist viel zu hoch im Vergleich zu dem, was euch die Droge gibt. Versteht ihr? Wisst ihr, was ich euch damit sagen will, Chat? Also das, was euch eine Droge gibt, und das ist bei fast allen Drogen so, Digga, das ist zwar cool in dem Moment, aber die Gefahr, dass du davon bleibende Schäden mitnimmst oder süchtig wirst, und vertraut mir, Chat, es geht schneller, als ihr denkt.
Ich weiß, jeder sagt sich selber immer, ach Bruder, ich werde doch nicht süchtig, ich nehme das einmal, zweimal, wenn ich Bock hab, so. Weil so fängt's bei allen an, Digga. Und es kann auch sein, dass ich Leute kenne, die kleben geblieben sind. Versteht ihr? Auf jeden Fall, das, was ich sagen will, Chat. Ihr versteht es, oder? Das, was hier, also das Risiko, was hier eingeht, ist viel größer als das, was euch eine Droge geben kann, Digga. Deswegen, ich bin nicht euer Vater, Chat. Ich kann euch nur so aus Erfahrung Sachen sagen. Deswegen würde ich euch raten, Digga, lasst es einfach gleich bleiben, Bruder. Es ist es nicht wert. Und dann habt ihr auch gar nichts mit der Scheiße zu tun. Weinst du? Nee, ich weine nicht. Einzel-Chat, wer sowas ähnliches schon mal gemacht hat, wie mein Kollege. Ja, das ist es halt. Das ist es halt, Chat. Vor allem, Bruder, in der heutigen Gesellschaft. Junge, ich kenne so viele Leute, die Drogen nehmen. Das ist so traurig, Bruder. Vor allem in München, Digga. München ist, glaube ich, eh so die Kokainstadt Nummer 1, Bruder. Wenn du hier ein bisschen Geld vom Papa kriegst und in den Club rennst, dann wisst ihr alle, was auf der Toilette abgeht. Also, das haben viele probiert, aber ich denke mal, eine 3 in Chat. Ich denke mal, wir sind uns da alle einig, wenn das, was ich gerade gesagt habe mit dem Risiko und so, da sind wir uns, glaube ich, einig, Chat. Das ist einfach, es ist es nicht wert, Bruder. Es ist absolut nicht wert, Digga. Es ist absolut nicht wert, Chat. Und es ist immer schwer, weil ich kenne es selbst, Chat. Ich war selber 18, 19, Digga. Und man weiß immer alles besser. Man denkt sich immer, ja, Bruder, was labern meine Eltern, was labern meine Kollegen, die haben doch keine Ahnung, ich bin anders und so und bla bla bla. Und ja. Bei einigen bleibt es halt dann bei dem einmal probieren oder ab und zu probieren. Und bei den anderen, Digga, die verkacken sich halt ihr ganzes Leben. Das Problem ist, Chat, wenn ihr kleben bleibt auf einer Droge, okay? Wenn ihr, ich bin jetzt kein Suchtberater, Digga, und ich bin jetzt nicht so tief in der Materie drin. Aber wenn ihr drin, also kleben bleibt auf einer Droge, ihr seid für euer Leben süchtig. Versteht ihr? Also ein Koksüchtiger, der wird für immer koksüchtig bleiben. Egal, ob der einen kalten Entzug gemacht hat oder seit 2 Jahren clean ist, sein Gehirn will trotzdem für den letzten Tag, den er hat in seinem Leben, will trotzdem Kokain. Nee, das stimmt nicht. Ja, okay, Bruder, dann mache ich am besten einen Suchtberatungstermin bei dir aus, demnächst. Nein, kann man nicht bei jedem sagen. Ja, keine Ahnung, Chat. Also das ist das, was ich weiß. Kann sein, dass es vielleicht anders ist. Trotzdem ist es scheißegal. Wenn du süchtig bist nach einer Droge oder nach was auch immer, dann ist es sehr, sehr schwer, ohne diese Droge zu leben und so. Wisst ihr, wie ich meine? Man lernt nur mit der Sucht umzugehen. Real Talk. Ja, dachte ich auch, Digga. Dachte ich auch. Du bist immer süchtig, du kannst nur abschwächen. Ja, safe. Je härter die Droge ist und je länger und öfter der Konsum ist, desto schwerer ist es aufzuhören. Kann auch sein, Digga. Keine Ahnung. Ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja, safe. Ist safe. Gibt es schon auch Leute, die haben das voll im Griff und nehmen dann Koks irgendwie einmal im Monat und machen das über Jahre und sind cool damit. Aber das ist halt leider nicht bei jedem so, Digga. Wie lange ging die Reise von deinem Freund? Du meinst, wie lange der Drogen genommen hat? Also bei meinem Kollegen war das eigentlich immer so, dass der das nur gemacht hat, wenn er in Berlin war. So. Und das war jetzt auch nicht ultra oft. Der war auch einmal in München, hat es gemacht. Ist aber auch schon lange her. Warst du jemals auf einem Rave? Ja, schon, Bruder. Schon. Ist Tessa auch eine Droge? Ja, safe, Chat. Vor allem ist es schlecht, wenn du, wenn es dir schlecht, vor allem ist es bad, wenn es dir, vor allem ist es gefährlich, wenn es dir schlecht geht. Ja, safe. Also, Chat, wenn ihr irgendwann an dem Punkt seid, wo ihr euch entscheidet, Drogen zu nehmen, was ich euch nicht raten kann, Digga, so. Aber wenn ihr es macht, dann nehmt bitte niemals Drogen, wenn ihr einen Abfuck habt, Digga. Also, wenn ihr schlechte Emotionen habt, Digga, wenn ihr irgendwie abgefuckt seid auf die Freundin oder irgendwie gerade irgendwas scheiße läuft. Weil wenn ihr dann Drogen nimmt, Digga, das ist noch dümmer, Digga, als es schon ist, so.